Heute geht's mit dem zweiten Teil unseres diesjährigen Urlaubs in Kriegsgwinisa weiter. Aber wie immer zuerst unser kurzes Intro. Der Küstenort Kriegsgwinisa schlängelt sich von den Ortsteilen Jadranovo und Dramal im Norden bis hin zu Selce im Süden. Da das Städtchen am Meer liegt und dort nicht nur Straßen direkt am Wasser entlang führen, sondern auch zahlreiche Strände liegen, kann man den gesamten Ort längs des Wassers erkunden und das wohltuende Meer genießen. Der Ort Kriegsgwinisa wurde terrassenförmig angelegt, sodass von den meisten Häusern ein schöner Meerblick gegeben ist. Allerdings muss man auch ständig bergab bzw. bergauf laufen, bzw. wie hier zu sehen ist, die Treppenstufen, die die jeweiligen Straßen verbinden, ab- und aufsteigen, was ganz schön anstrengend ist. Da unser Apartment Julia in der dritten Straßenebene lag, war somit täglich, wenn wir an den Strand oder zu den dortigen Restaurants wollten, jeweils der Abstieg und hinterher auf dem Rückweg natürlich auch wieder der Aufstieg erforderlich. Obwohl wir üblicherweise auch Sport treiben, haben wir die Anstrengungen der Muskulatur unserer Beine dennoch ganz gut gespürt. Für uns war es zwar kein Problem, weil wir so unsere Fitness gefördert haben. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass es ja auch eingeschränkte Menschen gibt, die nicht so gut zu Fuß sind. Daher würde ich dieser Klientel empfehlen, in den untersten Straßenreihen am Strand ein Quartier zu suchen. Auch gibt es hier in Kriegsgwinisa zahlreiche medizinische Häuser, die beispielsweise Thalassotherapie, also die Behandlung mit kaltem oder warmem Meerwasser, Meeresluft, Sonne, Algen, Schlick oder Sand anbieten. Was gibt es sonst noch über den Ort zu sagen? Die Küstenregion um den Ort Kriegsgwinisa im Norden der Kvarner Bucht ist wegen des angenehmen Klimas, der guten Erreichbarkeit durch die Autobahnanbindung und der zahlreichen Strände ein beliebtes Ziel für Touristen. Allerdings mussten wir, um hierher zu gelangen, durch deutlich mehr Tunnel fahren als im letzten Jahr, als wir weiter im Süden auf der Insel Pak Urlaub gemacht haben. Denn dorthin führt eine andere Autobahn. Wir haben fast täglich ausgedehnte Spaziergänge unternommen. Natürlich sind wir auch die hübsche, Blumen- und Palmen gesäumte Strandpromenade entlang gegangen. Einfach wunderschön. Was man zu den Stränden noch erwähnen könnte, ist die Tatsache, dass je weiter man vom Zentrum entfernt ist, die Verschmutzung durch zerbrochene Glasflaschen zugenommen hat. Mein Mann und ich haben zahlreiche Scherben aufgesammelt, denn die sind schließlich nicht nur für unseren Hund gefährlich, sondern auch für spielende Kinder, die auf so etwas vermutlich nicht achten. Ehrlich gesagt können wir die Menschen sowieso nicht verstehen, die ihren Müll achtlos wegschmeißen oder aus reiner Bequemlichkeit rumliegen lassen. Wenn jeder ein wenig achtsamer wäre, wäre unsere Welt eine bessere und noch schöner als Mutter Erde eh schon ist. Sind diese Blumen nicht wunderschön? Thank you.
Während unseres Urlaubs gab es nicht nur Sonnentage, sondern auch manchmal dunkle Wolken und wir hatten sogar einen Regentag. Ritschi. Überwiegend war das Wetter allerdings gut. Außerdem haben wir einen Ausflug zu Montys Hundestrand unternommen. Zwar war zu dieser späten Jahreszeit hier nichts mehr los, aber wir haben Richie ein wenig laufen lassen und die Sonne genossen. In der Saison soll es hier für Hunde jedoch ganz toll sein. Ich verlinke die Webseite dieses Strandes mal unterhalb des Videos in der Beschreibung. Wir fanden den Strand auch ohne den saisonalen Betrieb wunderschön. Und die Sonne war diesmal sogar besonders warm, sodass wir unser Sonnenbad genossen haben. Einfach herrlich. Auch für das leibliche Wohl ist in dieser charmanten Küstenstadt mit zahlreichen Bars, Restaurants, Shops und Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung gesorgt. Der Ort hat, wie man nachlesen kann, ca. 11.000 Einwohner. Somit ist Kriquinisa gar nicht mal so klein. Auch zu dieser späten Jahreszeit waren noch zahlreiche Restaurants, Bars und Shops geöffnet. Nachdem wir den Ort durch unsere diversen Spaziergänge schon etwas besser kennengelernt haben, sind wir auf ein sehr schönes Restaurant mit Barbetrieb gestoßen. Dort kann man auch schon nachmittags Kaffee und Kuchen genießen. Diese Lokalität namens Sabia haben wir im Urlaub dann aufgrund der schmackhaften Speisen und des traumhaft schönen Ausblicks dank direkter Strandlage zu unserem Lieblingsrestaurant erkoren. Wie uns unser Kellner eines Abends verraten hat, kommt die Qualität der Speisen auch nicht von ungefähr, denn der Koch hat einen Michelin-Stern. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen nach oben und abonniere gleich unseren Kanal. Am besten klickst du zusätzlich auch noch auf die Glocke, denn dann wirst du umgehend informiert, wenn ein neues Video hochgeladen ist.